Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age. Letztes Mal haben wir uns um die ganze Logistik-Pipeline gekümmert. Wir haben hier unser logistisches Zentrum, wo wir so ziemlich alles herstellen können, was wir nicht direkt vom Bus aus produzieren. Und wir haben auch sichergestellt, dass hier außen die Mauer auch repariert werden kann, wenn sie angegriffen wird. Heute wollen wir uns einem anderen Ding widmen, denn hier sehen wir Stahl, da kommt zu wenig durch. Und wenn wir anschauen, ist das möglicherweise ein Problem, dass wir zu wenig Eisenerz als Input haben. Aber selbst auf diesem Band, wo wir ein fast volles Band haben, da reicht das nicht für alle Öfen, mit dem Resultat, dass hinten auch nicht allzu viel rausschaut. Drum denke ich, heute schauen wir uns mal um, was wir machen können, um da mehr Erz mit an den Start zu bringen. Und die Erzfelder hier in der Nähe haben wir alle angeschlossen, das heißt, wir müssen weiter nach außen gehen. Darum denke ich, ist es an der Zeit, hier etwas mit Bahnlinien und Bahnhöfen zu arbeiten. Und ich habe mir hier eine Gruppe eingerichtet, die mich mit allem Nötigen versorgen sollte. Und das ging schnell. Und mit diesem Update von Factorio haben sich auch einige Dinge bei den Zügen und bei den Gleisarbeiten und so geändert. Und da wollen wir mal schauen, was das so bedeutet. Ich habe da so meine gängigen Patterns, wie ich Dinge mit Zügen baue. Und da werden wir schauen müssen, wo braucht es Anpassungen, wo können wir davon profitieren. Aber ich denke zuerst hier mal bei der Schmelzanlage werden wir Bahnhöfe für die verschiedenen Erze platzieren und zwar etwas zurückversetzt, dass wir da dazwischen genügend Raum haben. Wir haben hier einen recht organischen Bahnhof für Kohle, Stein, Kupfererz und Eisenerz und hier lassen sich bereits einige Merkmale von den neuen Eisenbahnen feststellen. Beispielsweise hier bei unseren Wartehaltstellen oder Wartespuren, die können wir nun viel näher zusammenrücken, denn wenn wir ein Gleis legen, dann können wir die Richtung nicht nur in 45 Grad Winkel ändern, sondern in der Hälfte, das wäre 22,5. Und das erlaubt uns im Wesentlichen eine Spur zu legen, die praktisch parallel direkt neben dem anschließenden Gleis ist. Wenn wir natürlich da noch etwas Signale haben wollen, müssen wir das Ganze um zwei Blöcke rüberschieben, damit wir da in der Mitte Signale platzieren können. Aber das heißt, grundsätzlich können wir unsere Gleisanlagen viel enger und kompakter bauen als bisher. Was uns hier jetzt noch fehlt, ist der Stromanschluss und so weiter.
Und ein weiterer Aspekt, den wir auch berücksichtigen werden, ist, normalerweise habe ich hier unten immer Kohle als untersten Bahnhof, sodass ich ein Kohleband hier nach oben legen kann, sodass alle Züge mit Kohle befüllt werden. Aber wir können hier neben den Haltestellen auch Unterbrechungen einfügen. Na, dafür brauchen wir natürlich Bahnhöfe und die sind an eine Bedingung geknüpft. Und somit können wir im Prinzip sagen, Zug, wenn du fast keinen Treibstoff mehr hast, dann geh doch bitte mal auftanken. Und somit können wir eine separate Station haben für die Betankung unserer Züge und müssen das nicht hier über dieses System machen. Und das ist besonders hilfreich in Situationen, wo wir Züge haben, die nicht über diesen Bahnhof gehen. Und ich weiß nicht, ob wir in dieser Serie zu dieser Situation gelangen. Aber wie wir in vergangenen Serien gesehen haben, wenn wir massiv mit Zügen arbeiten, dann brauchen wir nicht nur Züge, die Anlieferungen machen für unsere Schmelze, sondern Züge, die alles Mögliche transportieren und unter Umständen auch nie irgendwo vorbeikommen, wo es Kohle geben könnte. Nun haben wir hier den Eingang, da den Ausgang und was ich machen möchte, ist Kohle anschließen, denn wenn wir ein Kohlefeld anschließen, dann können wir da auch eine Station machen für die Betankung. Wir brauchen ein Kupferfeld und wir brauchen ein Eisenfeld. Eisenfeld haben wir hier unten ein großes, das sollte uns für eine Weile reichen. Hier unten haben wir auch Kupfer und ich denke, das zapfen wir zuerst an. Wir haben auch hier drüben noch ein Kupferfeld, aber wenn ich unseren Bus anschaue, dann werden wir irgendwann hier vielleicht in diese Gegend kommen, wo uns möglicherweise das Kupfererz dann im Weg ist. Drum machen wir das doch erstmal weg. Irgendwann werden wir wahrscheinlich dann auch Stein brauchen, wenn dieses Feld weg ist. Aber mit diesen Dingen werden wir das Nötigste haben. Und ich denke, wir werden hier drüben wahrscheinlich ein vertikales Gleis legen und da oben irgendwo was Horizontales und da oben haben wir nochmals ein Kupferfeld, ein Kohlefeld, schwarz ist Kohle, das wir da für unsere Kohlebedürfnisse verwenden können. Und ich denke, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir Abzweigungen haben, da werden wir vielleicht wirklich sehen, wie können wir Verzweigungen mit den neuen Mechanismen besser bauen als bisher. Ich habe einiges an Gleisen verlegt und wenn wir hier in die Kartenübersicht gehen, können wir sehen, wir haben hier eine lange Nord-Süd-Achse, dann hier etwas zwischendrin Ost-West. Da werden wir das Ganze hier nach unten schiffen müssen, denn hier haben wir unsere Ölverarbeitung. Und da haben wir noch eine Abzweigung nach Norden. Da müssen wir schauen, wie wir die
die Kreuzung hinbekommen. Und hier habe ich schon mal die Gleise gelegt für die Abzweigung, für den Eingang und da oben für den Ausgang, wo die Gleise sich nicht kreuzen. Etwas anderes, was wir haben, ist Klippen. Und wir haben noch keinen Klippensprengstoff, denn der versteckt sich hier hinter der Metallurgieforschung. Und die bekommen wir erst auf einem Planeten. Ich habe das Gefühl, es dürfte Vulcanus sein. Wegen der Metallurgie. Drum kein Klippensprengstoff. Aber wir haben eine andere Möglichkeit, nämlich Hochbahnen. Drum haben wir hier Rampen, dann hier ein Stück Hochbahn und da die nächste Rampe. In einem Gleis, das Nord-Süd geht, sehen wir das nicht ganz so tragisch oder so ausgeprägt, denn wir sehen hauptsächlich das Gleis. Aber ich denke, die Hochbahnen, die werden wir auch hier benutzen, um das Gleis hier an die andere Seite ranzubekommen, ohne dass wir eine Kreuzung des Gleises brauchen. Drum denke ich, hier müssen wir mal so was machen und dann mit G kommen wir zur Hochbahn. Aha, da brauchen wir links und rechts etwas mehr Platz. Gut, wissen wir das auch. Das müsste dann hier auf dieser Höhe stattfinden. Und dann G. Wunderbar. Und dann hier etwas Hochbahn. Und dann wollen wir wieder runter. Der Eingang kommt dann ja hier von dieser Seite. Vielleicht machen wir das mal so. Machen wir hier die Verbindung zuerst und dann verbinden wir das so als Hochbahn. Und so haben wir die Einfahrt von beiden Richtungen, ohne dass ein Zug, der hier einfährt, den Verkehr auf der Hauptlinie behindert. Und machen wir hier noch Signale hin. Sehr schön. Und ich denke, das können wir hier oben quasi analog machen. Und wenn wir hier bei der T-Kreuzung sind, da muss ich mal schauen, weil das sollte etwas symmetrisch sein, so dass wir das wiederverwenden und kopieren können. Das Resultat ist nicht ganz so kompakt, wie ich mir das erhofft hätte. Diese Spur ist zwar recht direkt, wahrscheinlich, wenn wir diese Rampe hier etwas weiter nach rechts platziert hätten, wäre das schöner. Aber auf der anderen Seite
Da machen wir einen weiten Bogen, denn wenn wir dasselbe quasi symmetrisch bauen würden, dann würden sich die beiden Hochbahnen hier oben irgendwo kreuzen. Und das Ziel mit diesem Ansatz ist ja, oder das Ziel, das ich verfolge, ist, dass wir eine Kreuzung haben, von der wir in alle Richtungen gehen können, wo sich aber keine Gleise kreuzen. Und vielleicht ist das nicht der richtige Anwendungszweck, der richtige Anwendungsfall für diese Hochbahn, aber so sieht es aus, wenn wir das damit versuchen. Gut, der nächste Schritt wird sein, dass wir das Kohlefeld mit Förderer bestücken, eine Haltestelle bauen, selbiges für Eisen und Kupfer. Und das werde ich gleich mal machen. Bis auf Stein sind die Erzfelder angeschlossen und hier oben bei unserem Kohlefeld haben wir zwei Haltestellen, eine für Kohlebeladung, eine als Tankstelle. Und wie wir hier sehen, der Kohlezyklus, der ist bereits am Laufen. Und so wie der Fahrplan aussieht, ist das typische geht zum Erzfeld, geht zur Anlieferung und dann leeres Frachtinventar, volles Frachtinventar. Und hier unten haben wir die Unterbrechung definiert. Und ich glaube, hier können wir einfach die Unterbrechung auswählen, denn die Unterbrechungen sind benannt. Und das sieht in etwa so aus. Wir haben hier eine Bedingung, wo wir sagen, wenn wir weniger als 50 Kohle in der Lokomotive haben, dann tritt diese Unterbrechung ein. Und was machst du dann? Dann fährst du zur Tankstelle und wartest dort, bis alle Lokomotiven mit Brennstoff voll sind. So einfach ist das. Und hier oben können wir dann noch den normalen Zyklus einfügen mit der Eisenerzanlieferung und dann muss das andere das Eisenerzfeld sein. Hier wollen wir volles Frachtinventar, hier leeres Frachtinventar und hier fehlt uns noch ein Waggon und dann können wir diesen Zug auf den Weg schicken und diesen Zug auf den Weg schicken. Stein, da haben wir ja noch nichts angeschlossen und da werden wir wahrscheinlich auch noch nichts brauchen. Aber ich mache mal hier ein rotes Förderband raus, damit wir das dann an unseren Stahl mit anhängen können, sodass wir da mehr rausbekommen. Mit dem zusätzlichen Eisenerz hier am Input und auch etwas geänderten Untergrundbändern, denn wir sehen, hier haben wir nun rot-blau, während wir sonst überall gelb-rot haben. Das heißt, hier das Eisenerz kann schneller durchfließen und dadurch können wir sicherstellen, dass alle Öfen auch mit Erzen und dann hier hinten mit Eisenplatten bestückt werden, so dass wir das Maximum rausholen können von den Öfen, die wir hier haben. Aber wie wir sehen, das sind immer noch nicht zwei volle gelbe Bänder. Und wenn wir die Produktion hier so anschauen, dann sehen wir, ja, wir sind hier von etwa 190 auf
360 rauf, also nicht ganz eine Verdopplung, aber 360 pro Minute, das sind, wie viel die Sekunde? 360 durch 60, 6 die Sekunde. Das heißt, das ist in etwa ein halbes gelbes Band. Also das heißt, hier mit diesem Setup werden wir so nicht viel produzieren können. Aber wir haben hier ja die Aussparungen gelassen für Beacons und in die Öfen können wir Produktivitätsmodule reinpacken. Und mit dieser Kombination sollten wir in der Lage sein, gelbe Bänder zu füllen. Aber damit, denke ich, sind wir in einer guten Lage, wo wir hier unten eine Grundversorgung haben, so dass wir schauen können, wo führt uns die Reise als nächstes hin. Und das ist irgendwo ins Weltall. Denn wenn wir hier schauen, die Forschungen, die wir hier anstehen haben, die nächsten, die werden alle erst freigeschalten durch gewisse Errungenschaften. Und die Errungenschaften, die können wir nur auf fremden Planeten erreichen. Und wir haben hier die Auswahl zwischen drei Planeten zum Beginn: Fulgura, Gliba und Vulcanus. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Reise nächstes Mal hingeht, auf welchen Planeten, dann müsst ihr nächstes Mal auch wieder einschalten, denn für heute sind wir am Ende. Also bis dann und tschüss!